Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Heute gibt es meinen Lesemonat Juli und ich muss sagen, ich bin ganz schön stolz auf mich. Ich habe einiges gelesen und es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher, die ich beendet habe. Eigentlich sind es 9, weil ich habe noch Band 3 von Victoria Aveyard, na, die Rote Königin. Wie heißt der dritte Band? Der Goldene Käfig. Ich habe drei Viertel des Buches gelesen und den Rest habe ich jetzt. Heute ist der erste, nee, heute ist der zweite. Ist heute der erste oder zweite? Auf jeden Fall habe ich es beendet. Aber das meiste habe ich halt letzten Monat gelesen, aber ich werde euch nichtsdestotrotz das Buch erst nächsten Monat zeigen. Ich zeige euch jetzt der Reihenfolge nach, was ich gelesen habe. Alle Bücher sind wie immer unten in der Infobox verlinkt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Das erste Buch, das ich gelesen habe, ist von Erin Summerill, Auf immer gejagt. Und ich glaube, das hat so gut wie jeder so in den letzten Monat oder vorletzten Monat gelesen. Das ist im Carlsen Verlag neu erschienen. Und ja, hier geht es um Tessa. Und Tessa ist auf der Suche nach dem Mörder von ihrem Vater. Das Ganze ist in so einer historischen Fantasy-Welt, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde, es ist ein toller Einstieg für Jugendliche oder Erwachsene, wenn sie gerne historische Romane lesen wollen würden, lesen würden oder Fantasy-Roman. Ist das ein tolles Einstiegsbuch in dieses Genre? Ich fand das Buch gut, es konnte mich sehr gut unterhalten. Ich kann es dahingehend auch wirklich weiterempfehlen. Was ich nicht ganz so verstehe, es soll ja eine Reihe werden. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Trilogie oder Serie oder keine Ahnung was wird. Auf jeden Fall ist einem nur klar, dass es halt weitergeht. Und ich weiß halt nicht, wie es weitergehen soll, weil für mich ist die Geschichte irgendwie abgeschlossen. Das Abenteuer ist abgeschlossen quasi. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass es weitergehen wird. Ich möchte jetzt noch nicht voreingenommen sein, sondern ich werde mich trotzdem überraschen lassen. Ich werde den zweiten Band auf jeden Fall auch lesen. Aber ich fände es schön, wäre das ein Einzelband gewesen. Aber gut, ich bin gespannt. Vielleicht wird mir der zweite Band sogar noch besser gefallen als der. Und ja, ist auf jeden Fall ein tolles Buch, das ich weiterempfehlen kann. Dann habe ich gelesen von Julie Otsuka, Wovon wir träumten. Das Buch habe ich euch bereits in einem Neuzugänge- oder Haul-Video gezeigt. Ein super, super, super dünnes Büchlein. Hier geht es um Japanerinnen und wie sie damals nach Amerika gegangen sind, über Heiratsvermittlungen, was sie in Amerika erlebt haben, wie sie in Amerika aufgenommen worden sind. Ich glaube, das war alles vor dem Ersten Weltkrieg. So, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz im Kopf, ich möchte auch nichts Falsches sagen. Ja, sie kennen auf jeden Fall ihre Ehemänner nicht, sie werden halt verheiratet, sie erhoffen sich ein besseres Leben in Amerika und die Heiratsvermittler haben denen halt so Bilder geschickt und sie haben schon Briefe geschrieben mit ihren zukünftigen Ehemännern und hat sich alles so toll angehört. Die haben Autos, die haben Riesenhäuser und viele Mädels, die halt nach Amerika dann ausgewandert sind, beziehungsweise dort japanische Männer geheiratet haben. Kamen halt von irgendwelchen Dörfern und hatten halt nichts und dachten sich halt, sie bauen sich da wirklich was auf. Was sie dann vorgefunden haben, war ganz anders, als sie sich erwartet hätten. Und das Buch, das war so interessant, wirklich so interessant, aber so dramatisch und mitreißend. Man verfolgt die Geschichte nicht nur aus der Sicht von einer Japanerin, sondern von tausenden Japanerinnen. Und sie lässt eine ganze Generation für sich sprechen. Und oh Gott, das ist so toll. Also wer sich für Geschichte interessiert, gerade vielleicht auch für Japan oder für Amerika, das sollte sich das unbedingt holen. Das ist eine riesen, riesen, riesen Leseempfehlung. Das Buch habt ihr innerhalb von ein, wenn nicht sogar 2 Stunden weggelesen. Das ist echt nichts. Aber das ist so mitreißend. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr mich dieses Buch begeistert hat. Eine ganz große Empfehlung. Es war ein absolutes 5-Sterne-Buch. Und das möchte ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Dann wollte ich noch etwas weiter in Tokio bleiben und habe von Brenda St. John Brown Ein Sommer in Tokio gelesen. Das habe ich mal von der Jessie geschenkt bekommen, von Melody of Books. Und ich wollte das Buch schon so lange lesen und ich habe das mal bei ihr, glaube ich, gesehen und ich habe ich gesagt, oh mein Gott, das muss ich haben, ich liebe Tokio, das hört sich so toll an. Und dann hat sie mich, ich glaube, zu meinem Geburtstag überrascht und hat es mir geschenkt. Ich weiß es gar nicht mehr, wann sie es mir geschenkt hat. Und ja, das lag jetzt auch schon wieder länger auf meinem Sub. Und jetzt habe ich endlich dazu gegriffen, weil gerade hier hatte ich dann halt voll Lust, in Japan zu bleiben, beziehungsweise mehr über Japaner zu lesen und so weiter und so fort. Ich habe das Buch abgebrochen nach
Ich habe das Lesezeichen drin. Nach 139 Seiten habe ich es abgebrochen. Ich habe dann noch quer gelesen bis zum Schluss. Aber ich fand das so schlimm. Also das Buch hätte genauso gut in Alaska spielen können, in New York, vor der Kulisse von, weiß ich nicht, London, Paris, scheißegal. Ich fand, das ist so ein vorhersehbares 0815 Jugendbuch, das mir nichts gegeben hat. Ich fand das, oh, das war einfach nur so schlecht, das ist gar nicht wert, dass ich großartig drüber rede. Hat mich so enttäuscht und mir hat es halt voll leid getan, weil die Jessie es mir halt geschenkt hat und weil ich mich schon so lange drauf gefreut habe und es schon so lange auch auf meiner Wunschliste war. Und das war einfach so eine Enttäuschung und ich finde das so schlecht. Ja, ich kann es wirklich gar nicht weiterempfehlen. Wie gesagt, das ist wirklich so ein richtig plumpes Jugendbuch. Also ich weiß nicht mal, ob ich das als Teenager gefeiert hätte, weil es einfach so vorhersehbar ist. Die Liebesgeschichte ist so schlecht, also man weiß halt, was passiert. Und dann immer zufällig ist dann das und zufällig kommt dann das und ja. Dann habe ich gelesen, da bin ich mega stolz drauf. Also ich habe ja ein Want-to-Read-Video gedreht und ich habe tatsächlich einige Bücher gelesen, die ich dort gezeigt habe. Da bin ich sehr stolz auf mich, dass ich einige Bücher von meinem Sub gelesen habe, nicht nur Neuzugänge. Und ein Buch, das ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren das auf meinem Sub ist. Und zwar ist das Emerald, die Chroniken von Anbeginn von John Stevens. Und das habe ich gelesen. Ich habe das so schnell durchgehabt. Also ich habe keine 2 Tage dran gelesen an diesem Buch. Es hat mir so gut gefallen. Es ist so ein tolles Abenteuer. Es hat mir richtig gut gefallen. Also hier geht es um 3 Geschwister. Und ja, sie wurden als Babys oder als Kleinkinder weggegeben in ein Waisenhaus und sind halt von Waisenhaus zu Waisenhaus geschickt worden. Und nun sind sie in so einem ganz geheimnisvollen Dorf gelandet und da geht irgendwas ganz Komisches vor sich und sie machen da ganz seltsame Entdeckungen. Und es ist so ein fantastisches Abenteuer, was diese Geschwister erleben. Es sind ja 3 Teile. Der erste Band ist Emerald, der zweite Rubin und der dritte ist Onyx. Vielen Dank an diejenigen von euch, die mir den Tipp gegeben haben, dass Onyx mega günstig bei Rebuy zu kaufen war. Habe ich natürlich sofort bestellt und steht eingeschweißt hier in meinem Regal. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf und hier bin ich so glücklich drüber, weil die Bücher gibt es ja nicht mehr so in dieser wunderschönen, in diesen wunderschönen Hardcovern. Und das war ein Buch genau nach meinem Geschmack. Das ist so eine riesen Lesempfehlung und ich kann mir so in den Arsch beißen, dass ich das nicht schon früher gelesen habe, weil es einfach so, es hat so viel Humor, es ist aber auch so spannend und so skurril aber auch und es hat mir richtig gut gefallen. Also wer auf Abenteuer, Fantasy-Geschichten steht, der sollte sich das auf jeden Fall zur Hand nehmen. Jetzt, solange die Bücher noch erhältlich sind, sage ich jetzt einfach mal, ganz, ganz, ganz toll. Eine riesen Leseempfehlung von mir. Hat so viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich es nächsten Monat schaffe, den 2. Band zu lesen. Ebenfalls in meinem Want to Read habe ich über Magic von Angie Sarge, Septimus Heap, gesprochen. Das ist auch eine Fantasy-Geschichte über einen Zauberjungen. Es geht hier um den 7. Sohn, eines 7. Sohnes, der aber bei seiner Geburt abhanden kommt, entführt wird und dann auch irgendwo ausgetauscht wird. Es geht um eine Zaubererfamilie, um ein Königreich und ja. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich hatte eine Zuschauerin, die hat mir so einen tollen Kommentar unter das Video geschrieben und wie sehr sie Septimus Heap und diese Buchreihe liebt. Und nach ihrem Kommentar, ich weiß gerade leider auswendig nicht mehr deinen Namen, es tut mir leid, aber ich hoffe, du fühlst dich angesprochen. Auf jeden Fall, sie hat mir das Buch so schmackhaft gemacht, dass ich wirklich dann dazu gegriffen habe und es gelesen habe, aber es auch schon so lange auf meinem Sub liegt. Und es konnte mich leider nicht so mitreißen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vorher Emerald gelesen habe und wir hier auch ein fantastisches Abenteuer haben, wobei die Bücher aber rein gar nichts miteinander zu tun haben. Ich mochte die Protagonisten sehr gerne in diesem Buch. Ich mochte die Welt. Der Humor hat mir auch teilweise gefallen, vor allem die ganzen Nebenprotagonisten. Also die sind einem alle schon sehr ins Herz gewachsen. Nur, ich weiß nicht, es konnte mich nicht so mit sich reißen und ich habe mir dann auch die Klappentexte zu den Folgebänden durchgelesen, was alles passieren wird und ich habe kein Interesse dran weiterzulesen. Also ich muss jetzt nicht wissen, wie es weitergeht, ich muss da jetzt nicht weiterlesen, keine Ahnung, ich finde es voll schade, weil ich wollte das so gerne mögen oder ist das richtiges Deutsch? Mir hat es auch gefallen, aber
es hat mir jetzt nicht so gefallen, dass ich jetzt alle 7 Bände lesen muss und sofort verschlingen muss. Viele haben ja auch geschrieben, dass es dazu bald eine Spin-off-Reihe geben soll. Ich werde das mal weiter im Auge behalten. Vielleicht lese ich irgendwann weiter, aber jetzt im Moment muss ich nicht weiterlesen. Da habe ich andere Bücher hier, die mich 1000-mal mehr interessieren und die dann erstmal Vorrang haben. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte und gerade auch für jüngere Leser auf jeden Fall empfehlenswert. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, konnte mich so sehr von sich überzeugen und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Buch mich so umhauen wird, weil ich auch noch nie großartig was über das Buch gehört habe und das nur zufällig bei Tauschticket bestellt hatte. Die Rede ist von Dahin ist aller Glanz von Rosemary Clement Moore. So sieht das aus, ein wunderschönes Cover. Und ich habe da, wie gesagt, das Buch habe ich ganz zufällig bei Tauschticket mir einfach mitbestellt. Ich glaube, das hat nur ein Ticket oder so gekostet. Und als ich angefangen habe zu lesen, ich habe das immer vorm Schlafen gelesen und ich konnte nicht aufhören. Ich habe eine Nacht, ich bin glaube ich um 11 Uhr ins Bett und habe bis nachts um 4 Uhr gelesen. Ich konnte nicht aufhören. Das war so spannend und das war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hätte. Keine Ahnung, ich habe überhaupt nicht mit dem gerechnet, was mich dann erwartet hat. Ich würde mir auch hier nicht zu viel über dieses Buch durchlesen, sondern lasst euch da wirklich überraschen. Also lasst euch wirklich nicht spoilern, lest da nicht zu viele Rezensionen oder sonstiges. Ich sag mal so viel, es geht hier um Sylvie und Sylvie lebt in Manhattan. Sie ist Profi-Ballerina, super erfolgreich, reist um die ganze Welt, bis sie einen Unfall hat und ich glaube, sie bricht sich irgendwie ein Bein oder irgendwas ist mit ihrem Bein. Und ja, sie kann halt nie wieder tanzen, beziehungsweise halt nie wieder auch so professionell tanzen wie vorher. Und ihr geht es halt gar nicht gut damit. Dann heiratet auch noch ihre Mama einen anderen Mann, den sie auch nicht unbedingt mag, weil der ist Psychiater oder Psychologe. Ist es das Gleiche? Ich weiß es gerade nicht. Und er versucht halt immer, ihr auch einzureden, dass sie psychiatrische Hilfe braucht, weil sie ja nicht mehr mit ihrem Leben klarkommt, weil sie jetzt nicht mehr tanzen kann und tanzen war halt alles für sie. Und sie hasst ihn halt, sie kann ihn gar nicht ab. Und bei der Hochzeit betrinkt sie sich dann, beziehungsweise verschätzt sie sich mit den Tabletten, die sie nimmt, mit den Schmerztabletten und dem Alkohol. Und als die Eltern dann in die Flitterwochen gehen, beschließt die Mutter, dass sie sie zu ihrer Tante schickt. Ihre Mutter schickt sie dann nach Alabama zu ihrer Tante in den Süden von Amerika, wo sie den Sommer über verbringen soll. Und sie selbst war noch nie dort. Das ist die Familie ihres verstorbenen Vaters, mit denen sie eigentlich recht wenig zu tun haben. Und dort ereignen sich dann komische Dinge und sie lernt zwei gut aussehende Männer kennen. So viel sei gesagt. Mehr möchte ich aber nicht dazu sagen. Ich sag gleich vorab, weil zwei Männer, nein, es ist wirklich keine dumme, eklige Dreiecks-Liebesgeschichte. Es ist so eine schöne Liebesgeschichte. Und das Buch ist so spannend. Hey, ich hatte so, teilweise hatte ich Schiss beim Lesen. Oh, also das war irgendwie ein bisschen gruselig spannend. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Klar, manchmal war es dann schon vorhersehbar, aber teilweise war das echt unvorhersehbar und ich habe überhaupt nicht mit dem gerechnet, was mich hier erwartet hat. Also eine ganz, ganz, ganz große Leseempfehlung und eins meiner Monats-Highlights. Auf jeden Fall. Ich bin so froh, dass ich das entdeckt habe. Hat mir super viel Spaß gemacht zu lesen. Das nächste Buch, das ich euch vorstelle, das verlose ich gerade auch. Und zwar von Eva Völler, Auf ewig dein. Dieses wunderschöne Buchcover. Time School, das ist der erste Band einer neuen Reihe von Eva Völler. Wie gesagt, ich habe dazu eine Rezension gedreht und dort könnt ihr eins von zwei Exemplaren dieses Buches gewinnen. Den Link dazu findet ihr am Ende von diesem Video bzw. unten in der Infobox verlinkt. Und wer die Rezension gesehen hat, der weiß, wie toll ich dieses Buch fand. Es hat so viel Spaß gemacht zu lesen. Es hat so tolle Protagonisten. Es hat das schönste Cover überhaupt. Wie gesagt, ein riesen Lob an diesen Covergestalter. Ich finde das großartig. Ich denke, ich brauche da gar nicht viel zu sagen. Wenn Näheres interessiert, der kann sich gerne meine Rezension dazu anschauen. Es lohnt sich. Wie gesagt, ihr könnt auch was gewinnen. Es ist aber auf jeden Fall eine Leseempfehlung und ich möchte auch hier dazu sagen, es ist ja eine Spin-off-Reihe von der Zeitenzauber-Trilogie, auch von Eva Völler natürlich.
die müsst ihr vorher nicht gelesen haben. Also ich habe die Zeitenzauber-Trilogie auch noch nicht gelesen und bin trotzdem wunderbar in diese Geschichte gekommen, hatte so viel Spaß mit dieser Geschichte und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas an Wissen verpasst habe oder vermisst habe oder sonstiges. Also es lässt sich ganz leicht lesen, flüssig lesen. Ich habe das innerhalb von einem Tag durchgehabt. Also ja, auch hier eine große Leseempfehlung. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Buch so richtig als Buch bezeichnen kann, aber ich habe es durchgelesen, den ganzen Monat über verteilt. Und zwar ist es auch eines der schönsten Bücher, das sich in meinem Bücherregal, in meinen Bücherregalen befindet. Es ist Bell's Library, A Collection of Literarischen Quotes. Ich komme gerade nicht aufs Wort klar. And Inspirational Musings, featuring a foreword by Linda Wolverton, The Beauty and the Beast aus dem Disney Press Verlag. Das Cover ist ja schon mal wunderschön, oder? Und schaut mal hin. Und wenn ihr wüsstet, das ist so von innen so schön aufgemacht mit ganz vielen Illustrationen und Bildern und... es ist ein Must-Have. Da geht es halt darum, wie die Figur Belle für die Disney-Filme geschaffen wurde. Im Vorwort geht es darum, wie die Figur geschaffen wurde, wie die Idee auch zu dem Titelsong kam, dass Belle so eine Leseratte ist und so gerne liest. Und dann geht es halt hier um Bücher, um Belles Booklist quasi, welche Bücher sie gelesen hat, ihre Lieblingszitate aus diesen Büchern und dann halt immer noch so eine kleine Anmerkung von ihr selbst. Und das ist so schön. Ich habe das Buch immer mal wieder zur Hand genommen, habe mir mal so 10 Quotes durchgelesen, habe mir auch ein paar selbst notiert. Und das ist einfach so toll. Und hinten werden dann auch nochmal die Bücher aufgeführt, welche da drin alles zitiert wurden. Und da ist dann immer nochmal so eine kleine Leseempfehlung und warum Belle das gelesen hat und was sie toll dran fand. Also das ist ein Buch, das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Buch, das man verschenken kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Must-Have für jeden Fan von Belle oder Beauty and the Beast. Wirklich, das ist ein absolutes Must-Have. Das ist so wunderschön. Ich glaube, das hat auch nicht viel gekostet, das Buch. Ich glaube, 10 Euro oder so. Und das ist so ein wunderschönes Hardcover. Das macht sich so schön im Schrank. Also wirklich eine riesen, riesen, riesen Empfehlung. So schöne Zitate sind hier drin. Ich irgendwie... Library... Literary Quotes. Literary... Ich weiß nicht, was heute los ist. Naja, absolute Empfehlung. Holt es euch einfach. So, meine Lieben, das war's. Das war mein Lesemonat. Ich bin doch sehr stolz, was ich alles geschafft habe. Ich glaube, das ist so der beste Lesemonat in diesem Jahr. Ich hoffe, dass es im nächsten Monat noch ein bisschen besser wird. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Ich bin gerade wieder total in Lesestimmung. Und der Herbst steht ja dann auch bald vor der Tür. Und ich finde, im Herbst und im Winter macht es einfach viel mehr Spaß zu lesen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr davon was gelesen habt. Ich freue mich auf euer Feedback. Alle Bücher sind wie immer unten verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!